Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Wir sind unterwegs heute mal wieder in Apex Legends und ich will euch meine bisherige Lieblingswaffe zeigen. Ich finde diese Runde sowieso unnormal geil, einfach aus dem Grund, dass der Endkampf so cool ist. Also ich glaube, es ist der coolste Endkampf, den ich bisher jemals gesehen habe, auch in Videos und so. Und dieser Endkampf zeigt, was an Apex Legends ein cooles Spiel ist, wie ich finde. Hier im Übrigen schön abgestaubt, während er gerade wiederbelebt wurde hier. Ich liebe es, besser geht's nicht. Das war auch der erste Kill. Das ist ein Win, am Ende habe ich 8 Kills. Wir haben, glaube ich, 20 insgesamt und es ist auf jeden Fall eine ganz stabile Runde geworden. Ihr könnt gerne, falls ihr mehr Apex Legends oder generell Shooter-Videos sehen wollt, könnt ihr gerne diesem Video hier ein Like dalassen und kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn ich zeige euch jetzt meine Lieblingswaffe und ich habe die gerade in der Hand schon. Es geht um die Wingman. Und zwar werdet ihr euch jetzt fragen, hä, das ist doch eine Pistole oder vielleicht habt ihr das Spiel noch gar nicht so viel gespielt. Ihr müsst wissen, ich hasse Pistolen. Es fängt schon bei der Kap 40 an, dass meine Story mit Pistolen nie wirklich gut war. Ich habe auch nie so die Deagle oder so gefeiert in COD 4 oder so. Ich habe COD 4 eh nicht gespielt, im Übrigen hier schlechtster Harry, auch nicht die schlechtesten Schüsse der Welt. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Auf jeden Fall war ich wirklich nie so der Deagle-Typ. Hier wird der zweite Kill klar gemacht. Und die Wingman ist so die erste Pistole, die ich so wirklich als Main-Waffe benutzen würde. Warum? Also, ihr könnt damit bis zu, ich weiß nicht, ob mehr geht, aber ich glaube nur mit Schädelbrecher, sonst nicht. Sonst gehen, glaube ich, nur 90 für einen Headshot, aber 90 Schaden ist halt schon brutal. Und 45 im Körper. Ihr seht schon, so ein paar easy Snaps werden in diesem Gameplay damit auf jeden Fall getätigt. Ein paar nice Kills werden damit gemacht. Sie spielt sich einfach ultra geil. Ich würde, wie gesagt, Magazinerweiterung und dieses Schädelbrecher-Perk für die Waffe empfehlen. Das findet man eigentlich relativ häufig. Im Übrigen habe ich mir hier schön aus der Lidern Kiste, während die Jungs die anderen Kisten looten. Ich hoffe, ihr kennt es auch. Schön erstmal die Körperrüstung gegeiert. Da bin ich aber noch ziemlich langsam. Ich habe jetzt auch einen Tag wieder Pause gemacht mit Zocken, weil es mir wieder einen Tag schlechter ging. Es geht mir auch immer noch nicht gut. Also so eine Grippe ist echt krass, wie lange das in einem drin ist irgendwie. Jetzt wird übrigens schön abgestaubt mit der Wingman. Hier dafür ist sie nämlich gut. Zack! Erstmal schön aufs Aim konzentriert, weil wenn du damit triffst, dann machst du deinen Schaden auch. Und somit war dieser Kill halt schön abgestaubt. Ich glaube, da hat sich Felix auch richtig heftig drüber aufgeregt. Mein Team war natürlich Felix und Anton, links zu den beiden Jungs natürlich in der Videobeschreibung zu finden. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier auch nicht meine Traum-Primärwaffe. Also ich würde sagen, die Wingman ist immer so meine Traum-Sekundärwaffe. Also ich benutze sie natürlich nicht auf die größten Ranges, weil manche braucht man einfach Vollautofeuer. Deswegen ist meine Lieblingskombination die G7 Scout als Primärwaffe und als Sekundärwaffe dann die Wingman. Das kann sich natürlich noch voll ändern, aber das ist einfach jetzt gerade so bei mir der Fall. Und hier war schön, hat Anton gesagt, hinter dir ist einer, habe ich schön die Wingman rausgeholt und zack, zack, ein Schuss war drauf und der hat schon gereicht für meinen vierten Kill hier. Und ihr seht schon, Leute, dafür ist die Wingman halt einfach perfekt gemacht. Für genau diese Momente, wo du irgendwie, ja, einfach schnell den Schaden brauchst, weil zum Beispiel, wenn jemand weak ist, geht es eigentlich gar nicht besser als damit. Und jetzt habe ich hier schön einen Ballon genutzt, würde ich euch auch empfehlen. Hier unter der Brücke bin ich sogar relativ weit noch geflogen, oder war das dieser Fail-Flug? Nee, genau, wenn man so guckt, seht ihr, wie weit ich noch so gekommen bin. Man denkt schon, man ist schon unten, aber ich habe dann den Winkel so angepasst, dass er dann wie so ein Jetpack quasi noch geradeaus fliegt. Und das ist auch ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, da kommt ihr aber noch ein bisschen weiter. Genau. Jetzt war das hier, wir hatten noch 5 verbleibende Squads. Steht da oben eine 11? Das ist echt nur eine 11? Warte, ich muss das mal ein bisschen größer ziehen hier. Ich sehe das hier gar nicht. Ja, tatsächlich. Okay, das heißt, ja, das ist natürlich in dem Fall easy, wenn du halt siehst, okay, sind halt noch viele Einzelspieler unterwegs. Wenn wir schon allein ein Dreier-Squad sind und am Ende haben wir auch ein Dreier-Squad, dann heißt es, also als Gegner, das weiß ich noch, das heißt schon mal, dass hier an der Stelle 3 Squads unterwegs gewesen sind, die nicht mehr full sein können. Schade natürlich für die. Ich glaube, jetzt holt Felix sich auch einen Hub. Genau, hat er jetzt gerade gemacht. Ein Kill. Ich spiele irgendwie nur im Streamer-Modus, weil ich will einfach diese Namen nicht so. Es stresst mich voll, die Namen zu sehen und so. Gestern war übrigens schon das erste Turnier. Ich hätte fast noch mitspielen können. Wir haben nur einen Tag zu spät leider bei EA angefragt. Aber im nächsten Turnier bin ich auf jeden Fall vorgemerkt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, so Public-Kill-Duell und Win-Turniere und so. Weil das Spiel mir einfach auch richtig viel Spaß macht und es bisher auch mir gut liegt, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Tage wieder gesund genug bin, um wieder zu spielen, weil das ist schon mega, mega eklig, so nicht gesund zu sein beim Zocken. Das fuckt voll ab. Ich glaube, jetzt mache ich hier 2 Kills, weil wir sind schon mal vorgegangen. Anton hat sich mal wieder um irgendwas anderes gekümmert, keine Ahnung. Und jetzt hat Felix die Gegner vor sich gecallt. Da dachte ich, ich gehe schnell hier unten lang, weil ich dann wahrscheinlich von hinten komme. Habe direkt wieder die Wingman ausgepackt. Aber die Hemlock ist auch eine richtig schöne Burst-Waffe. Hier natürlich Nuller Prezi. Das war es wirklich komplett. Aber ich werde das auf jeden Fall noch wieder ausgleichen und 2 oder so der Gegner holen.
Ich wusste die ganze Zeit, dahinter ist noch einer. Der hat sich da versteckt. Da habe ich schon die Thermitbomben geworfen. Da habe ich sie rausgelockt. Eine viel zu weit, die andere war gut. Jetzt die Splittergranate und noch eine Splittergranate. Und jetzt wusste ich, okay, die müssen raus. Die müssen auf jeden Fall raus. Und jetzt kann ich hier den mitnehmen. Genau, easy. Und den anderen jetzt auch noch, glaube ich. Genau, habe dann 2 Kills geholt. Und der letzte ist jetzt down. Deswegen habe ich jetzt 6 Kills an der Stelle. Und es kommt, wie gesagt, wie ich mir die goldene Kiste geil will. Ich bin aber noch nicht schnell genug im Looten, leider. Da wird mir noch häufiger mal was weggepickt vor der Nase quasi. Vor der Schnüffelnase. Aber, was habe ich da aufgehoben? Genau, jetzt erstmal die Schildbatterie wird erstmal aktiviert. Da ist das Schild immer ganz full. Beste, auch sieht auch richtig schön aus da unten im Inventar, finde ich. Erstens Antons goldene Lebensanzeige, zweitens bei mir beides lila. So muss es auf jeden Fall sein, auch wenn Helm wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber ich finde es auch gut, habe ich glaube ich schon mal im Video erwähnt, ich finde... fände es gut, wenn Helm nicht so viel bringt, weil Headshots sollten schon noch belohnt werden, wie ich finde. Und genau. Jetzt haben wir das letzte Squad gesucht und das ist ein Full Squad. Und wie gesagt, der letzte Endkampf ist einfach zu geil aus verschiedenen Gründen. Am lustigsten finde ich wieder Anton in diesem Endkampf, wie er sich wieder verhalten hat. Weil es gibt ja diesen neuen Spezialisten, den man da irgendwie kaufen kann, der diese Stinkbomben macht. Und Anton dachte sich mal wieder, diese Stinkbomben machen locker keinen Schaden. Er ist so lustig reingelaufen, wurde sofort komplett davon auseinandergenommen. Ja, ja, kann man nichts machen. Boah, ich fühle mich so krank beim Kommentieren, das ist ja krass. Genau, jetzt haben wir hier nämlich das erste Mal diese Stinkbomben gesehen. Das heißt, jetzt wussten wir, okay, wir müssten aber rein wegen der Zone. Und wir wussten halt an der Stelle auch, okay, die Gegner sind jetzt hier irgendwo. Da hinterm Stein war, glaube ich, jetzt schon der erste. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Habt ihr das auch gesehen? Und der ist nicht da, Digga. Ich dachte, so safe, der ist da. Und jetzt kommen wir hier in diese richtig geile große Kuppel und jetzt merken wir gleich, dass wir hier da hinten durch diesen einen Spalt durch müssen. Und die Gegner, das ist so richtig krass, weil es ist wie im Film, es gibt nur diesen einen Tunnel und die Gegner versperren uns den. Und deswegen entsteht da so richtig nicer Kampf einfach gleich. Ihr seht, wo wir hin müssen und da ist, genau, und da ist jetzt dieser Gang. Und da haben die jetzt alles mit diesen Stinkbomben versperrt und da kommen wir nicht durch. Und wir müssen aber durch, weil sonst, ihr seht es, die Zone hätte uns sonst gekillt. Das war so, genau das ist Battle Royale für mich, diese Situation einfach. Und Anton, guck mal, wie er reinläuft da vorne. Das juckt ihn einfach nicht. Guck mal auf seine Lebensanzeige. Es ist so gut, Alter. Wir konnten ihm natürlich auch nicht helfen, weil das Gas holt ihn jetzt auch, wie ihr seht. Also das macht viel mehr Schaden, als Anton sich gewünscht hätte. Und deswegen waren wir jetzt natürlich in der Scheißsituation und waren nur noch zu zweit gegen drei. Aber das klatschen wir so geil. Also das ist so eine coole Endsituation, wie ich finde. Und wie gesagt, das war so ein Moment, wo ich so richtig gemerkt habe, wie viel Spaß mir Apex macht. Weil das ist einfach so individuell. Es ist so an einem kleinen Punkt der Map. Und du hast da jetzt einfach diese ganze Runde gespielt, hast deine 6 Kills und willst den Win auf jeden Fall auch mit nach Hause nehmen. Ihr seht schon, die werfen auch irgendwelche Thermitgranaten und wir sind da voll unter Bedrängnis. Selber keine Granaten mehr am Start, außer eine Rauchgranate. Hier schön Schaden gemacht, aber direkt auch wieder Schaden genommen. Und deswegen muss ich jetzt, glaube ich, hier gleich die Schildbatterie. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall wird die Wingman geholt. Ich glaube, damit mache ich jetzt auch 2 der letzten 3 Kills. Ich weiß nicht, ob ich mit der Wingman mache. Auf jeden Fall, ihr seht schon, was für ein Kampf. Und wir müssen langsam durch. Ihr seht oben, wenn die Zone losgeht, wir müssen da einfach dran vorbei. Und deswegen immer wieder vor und zurück, vor und zurück. Jetzt nehme ich mir die Schildbatterie, warte kurz auf Felix, der auch die Wingman in der Hand hat. Jetzt habe ich, glaube ich, gleich den Sneaky-Move gemacht. Genau, wir haben uns hier ein bisschen weiter vorgearbeitet. Wir waren also immer näher und jetzt ist das wieder aktiviert worden. Wir mussten also wieder zurück. Felix steht voll drin und wir mussten wieder warten. So, 6 Schuss sind geladen. Das heißt, ich hatte in der Runde keine Magazinerweiterung. Belastend auf jeden Fall. Antons Abzeichen zu bergen hätte sich auch nicht mehr gelohnt, weil wir mussten eher an den Gegner vorbei. Also es war eh Leben oder Sterben. So, jetzt gucke ich und jetzt dachte ich mir, okay, ich weiß, was ich mache. Felix hat den ersten geholt. Das heißt, 2 gegen 2 waren wir jetzt. Und erstmal werden richtig, das war wieder so ein geiler Wingman-Treffer. Einfach so richtig schön viel Schaden mit der Wingman reingehauen. Und die haben wieder dieses komische Gas aktiviert. Und da kommt jetzt die Zone. Deswegen, okay, hier waren wir safe. Das heißt, ab hier konnten wir spielen. Jetzt habe ich den Harrier schön eingesetzt. Weil ich wusste, jetzt werden die damit wahrscheinlich schön provoziert. Und jetzt gehe ich hier rechts, glaube ich, hoch. Ich glaube, genau, nach der Schildbatterie gehe ich dann hier rechts hoch. Die Thermitgranate steht also sowas von an meinem Gött, Alter. Da habe ich richtig Glück gehabt. Und jetzt gehe ich hier hoch. Jetzt nehme ich auf jeden Fall einen mit. Schieße ich wieder auf dieses Gasfass. Ihr seht schon, was ist das für ein kranker Kampf, ey. Und jetzt nehme ich ihn mit der Wingman mit. Zack, richtig wichtig, gehe zurück. Und jetzt haben wir quasi alle Zeit der Welt, weil der Gegner wird es nicht schaffen. Da hat er ihn noch hier, hat Felix ihn noch gefinisht. Jetzt wussten wir, okay, ein Gegner ist noch da. Und dann bin ich da direkt auch drauf gegangen. Ich weiß nicht, mache ich jetzt wieder mit der Wingman? Das wäre nice.
Da dachte ich mir, scheiß aus Finishen, ich nehme lieber den da hinten mit. Ja genau, wieder mit der Wingman, glaube ich. Ne, jetzt wechsle ich die Waffe, genau, jetzt wechsle ich die Waffe und hole ihn damit. Und damit ist der Champion-Titel erreicht an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Wie gesagt, probiert mal die Wingman aus. Kleiner Pro-Tipp von mir an der Stelle. Probiert es gerne mal aus. Macht richtig Spaß, mit der Waffe zu spielen. Und nehmt dazu vielleicht noch die Gear 7 Scout als erste Waffe. Danke fürs dabei sein. Ihr seht jetzt gleich das Scoreboard auch eingeblendet. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.